der Kunde ist sehr, sehr schnell gewachsen. Das heißt, wir mussten auch sehr schnell wachsen. Technologieentwicklung basiert darauf, dass Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen und ihre Fähigkeiten und Kenntnisse für dieses gemeinsame Ziel einsetzen. Heute Rolf Zipf bei uns im Berlin Office, Gründer von Rindus. Rindus ist eine Firma aus Malaga. Ihr löst das IT-Fachkräfteproblem für Großunternehmen in Deutschland. Und ihr seid Comics-Kunden jetzt seit mehr als zwei Jahren. Seid während Corona mit Hilfe durch Comics auch über 25% gewachsen. Und heute sprechen wir über die Themen, wie man langfristig den IT-Fachkräftemangel löst. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, Rolf. Danke, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Super. Rolf, du bist ja schon mehrfacher Gründer auch. Kannst du einmal kurz deine Story erklären? Wo kommst du her? Wie war dein Weg bis Rindus heute? Also ich habe ganz klassisch BWL studiert, habe dann meine Karriere in der amerikanischen Unternehmensberatung begonnen, weil ich die Idee hatte, dort möglichst schnell unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Funktionen kennenzulernen. Habe dann schnell festgestellt, dass der Job mich nicht erfüllt hat. Vor allen Dingen, ich glaube, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass ich gemerkt habe, dass ich es liebe, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen umzusetzen und aus dem Ergebnis zu lernen. Und in der Beratung ging es mehr darum, Entscheidungen vorzubereiten oder manchmal auch nur Entscheidungen zuzuschauen. Das fand ich nicht ganz so toll. Und das Zweite war, ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der sehr gut mit Zahlen umgehen kann, sehr gut im Kopf rechnen. Ich bin Spreadsheet-Master, aber meine eigentliche Leidenschaft sind Menschen. Ich liebe Menschen. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, sie kennenzulernen, zu verstehen, was sie antreibt, was sie bewegt, was sie motiviert. Und in der Beratung geht es mehr um die Spreadsheets. Und deswegen bin ich dann in das Unternehmertum gekommen, wo es für mich immer darum ging, passende Menschen zu finden, an denselben Tisch zu bringen und immer einen gemeinsamen Leitstern zu finden. Was war deine erste Erfahrung als Unternehmer? Was war auch dein erstes Startup? Meine erste Erfahrung ging daneben. Das erste Startup, wir hatten eine revolutionäre Idee. Wir wollten Office-Applikationen über einen Webbrowser ausliefern. Cool, ich weiß, das machen wir heute ständig, jeden Tag. Damals, 2002, war das komplett neu, weshalb wir gescheitert sind. Nicht technisch, sondern der Markt war nicht da. Es war zu früh, es hat keiner gekauft. Und damals habe ich gelernt, wie wichtig das Timing ist, das Verständnis dafür, dass man nicht nur selbst von einer Idee begeistert sein muss, sondern dass andere diese Begeisterung auch teilen müssen. Das hat damals nicht funktioniert. Wir haben das dann umgebaut zu einem Telekommunikationsunternehmen. Das war zwar wirtschaftlich erfolgreich, aber mir fehlte die Leidenschaft für dieses Geschäft. Deswegen bin ich dann in mein nächstes Startup. Das habe ich sehr lange betrieben. Das war ein Finanzdienstleistungs-Startup, wo wir Bildungsfonds betrieben haben. Das heißt, wir haben mit finanziellen Mitteln Bildungschancen für junge Menschen eröffnet und Investoren dadurch die sprichwörtliche Investition in Bildung ermöglicht. Das war ein ganz tolles Modell. Ich bin heute noch total angetan von dem Geschäft. Deswegen habe ich es auch so lange betrieben. Durch die Subprime-Krise wurde das Fundraising im Asset Management dann schwieriger und schwieriger, sodass ich 2013 dann dort ausgeschieden bin, zur Softwareentwicklung gekommen bin, über ein Projekt, was ich für das Asset Management gemacht habe. Da ging es nämlich darum, ein Software-System zu bauen, mit dem man dieses Portfolio managen konnte. Und dieses Softwareprojekt habe ich mit einer Truppe in Bangalore, in Indien bewerkstelligt und habe dadurch meine Offshoring-Erfahrung gesammelt und habe damals gesagt, Technologieentwicklung basiert darauf, dass Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen und ihre Fähigkeiten und Kenntnisse für dieses gemeinsame Ziel einsetzen. Und das habe ich in Indien damals nicht so gut hinbekommen und deswegen entwickle ich seitdem Software in Europa. Was waren die Erfahrungen mit dem Bangalore-Team in Indien? Ich habe gelernt, dass es Herausforderung sein kann, über unterschiedliche Zeitzonen hinweg zu arbeiten, also wenn man ausschließlich asynchron kommunizieren muss. Und ich habe gelernt, dass es schwierig sein kann, mit Menschen zu arbeiten, die einen komplett unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben. Also ich bin ein ganz einfacher Mensch. Die Bedeutung des Wortes Ja ist für mich eins, schwarz, an. Das ist ganz einfach. Ich musste lernen, dass die Bedeutung des Wortes Ja auch sein kann, vielleicht oder vielleicht auch nicht und manchmal sogar Nein. Und wirklich diese unterschiedliche Kommunikation zu verstehen, sich da reinzudenken und trotzdem effizient zu bleiben, das war eine der größten Herausforderungen. Ja, du hast 2017 hast du einen Rindus gegründet. Wie bist du auf Rindus dann gekommen? Was war das erste Kernproblem, was du gelöst hast? Ich hatte die Jahre davor ein Unternehmen aufgebaut, das Software überwiegend für einen einzigen Kunden entwickelt hat. Das Unternehmen saß in Hamburg, der Kunde saß in Südspanien. Und der Kunde ist sehr, sehr schnell gewachsen. Das heißt, wir mussten auch sehr schnell wachsen. Ich musste in Hamburg schnell Softwareentwickler gewinnen.
und habe nach einem Jahr festgestellt, das ist, es dauert zu lange, es ist zu schwierig, weil der Markt zu heiß ist, das Angebot zu gering ist an wirklich guten Leuten. Ich habe dann das gemacht, was alle machen. Ich bin dann nach Osteuropa gegangen, habe mir Märkte in der Ukraine angeschaut, Rumänien, Bulgarien und habe aber am Ende mich dagegen entschieden, nach Osteuropa zu gehen, weil ich mein ganzes Leben lang langfristige Beziehungen aufgebaut habe, weil ich glaube, dass man in langfristigen Beziehungen am effizientesten miteinander arbeiten kann. Und in den überhitzten Märkten, die ich in Osteuropa gefunden habe, ist es nicht möglich, langfristige Beziehungen aufzubauen. Und deswegen bin ich dann durch einen Zufall nach Malaga gekommen, wo ich eine andere Mentalität, eine andere Kultur angetroffen habe, die sehr auf ein familiäres Miteinander, auf ein langfristiges Miteinander aufbaut. Und damit bin ich seither sehr zufrieden. Super. Was waren so die ersten Projekte für deine Zielgruppe? Wir hören ja alle, also am Markt hört man ja die Trends oder den großen IT-Fachkräftemangel. Es steht in allen Zeitungen, in allen Wirtschaftszeitungen. Was war so 2017, was war das so dein Einblick in den Markt auch und in die ersten Kunden, also wirklich das Problem eines CDOs oder Head of IDs? Also mein erster Eindruck, als ich dann das Ganze an den breiten Markt getragen habe, war, es kann man mit einem Wort beschreiben, Verzweiflung. Mhm. Verzweiflung, dass man die passenden Talente nicht findet, Verzweiflung, dass die Kosten durch die Decke gehen, Verzweiflung, dass der Managementaufwand zu groß wird. Einer unserer ersten Kunden beispielsweise, der hatte einen wahren Zoo an Entwicklungsdienstleistungen, Nearshoring-Agenturen, Agenturen, Freelancer, eigene Kräfte. Allein der Managementaufwand, eine so komplexe Organisation zu steuern, der war wirklich hochgradig. Und ich habe damals einfach den Vorschlag gemacht, lasst das alles bleiben, arbeitet mit eigenen Leuten und mit einem einzigen Entwicklungszentrum, an dem ihr die Menschen langfristig für euch begeistert und langfristig an euch bindet. Und mit der These sind wir damals angetreten. Daraufhin konnte die Entwicklungslandschaft konsolidiert werden. Und wir haben gezeigt, dass Menschen, die langfristig sich mit dem Geschäft auseinandersetzen, eine Technologie in einer ganz anderen Qualität erschaffen können. Man hört ja Nearshoring, Offshoring, das sind ja ganz klar Trendwörter auch. Kannst du noch mal ein bisschen näher beschreiben, die zwei Konzepte? Also was siehst du als Gefahren definitiv auch, aber eventuell auch Vorteile von diesen zwei Konzepten? Weil die ich euch verstanden habe, Rindus, ihr baut ja wirklich langfristig, bringt ihr ja im Prinzip ID-Talente mit eurem Endkunden jetzt in Douglas zusammen, richtig? Richtig. Da kannst du diese zwei Trends mal ganz kurz beschreiben aus deiner Expertenperspektive auch. Gerne. Also Nearshoring und Offshoring sind für mich gar nicht zwei unterschiedliche Trends, sondern es ist eigentlich ein und derselbe Trend, nur mit unterschiedlichen geografischen Schwerpunkten. Dahinter steckt die Idee einer geografischen Arbitrage, das heißt, dass ich Arbeitskräfte an Orten anwerbe, wo sie zu günstigeren Konditionen angeworben werden können und dann über die Distanz, entweder die große Distanz im Offshoring oder die kleine Distanz im Nearshoring, fallweise, projektweise diese Kräfte Technologie produzieren lasse. Also dahinter steckt der Gedanke, dass man IT-Fachkräfte, dass man Softwareentwickler wie eine Art Werkzeug einsetzen kann, um für einen bestimmten Zweck ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Wir von Rindus setzen eine andere These dagegen. Wir sagen, Menschen sind keine Werkzeuge. Es ist auch nicht so einfach, technisches Fachwissen auf unterschiedlichste Zusammenhänge anzuwenden, sondern was wir wollen, ist, die Menschen in ihrer Seele berühren, dass sie sich mit dem dahinterstehenden Geschäft auseinandersetzen. Und das tun wir in einer Umgebung, die wir für sehr attraktiv, für liebens- und lebenswert halten, eben Andalusien mit 300 Tagen Sonnenschein im Jahr und einer ganz tollen Lebensqualität. Es ist einfach, Menschen dorthin zu führen und dann gemeinsam mit diesen Menschen zusammen etwas zu bewegen. Ja. Also von außen betrachtet könnte man sagen, wieso, Rindus ist doch auch ein Nearshoring-Unternehmen, die sitzen doch auch im europäischen Ausland. Richtig ist, wir sitzen im europäischen Ausland, aber wir sehen uns nicht als Projektkräfte. Wir sehen uns als langfristige Partner unserer Kunden. Warum keine Projektkraft einstellen? Also für ein Projekt anheuern und das machen? Was sind da so die Nachteile jetzt? Es gibt viele Situationen, in denen eine Projektkraft, wie du es gerade genannt hast, genau richtig ist. Nämlich dort, wo es um einfache Zusammenhänge geht, dort, wo es vielleicht auch um repetitive Dinge geht, die man einfach noch nicht automatisiert hat. Ja. Also überall dort, wo es vielleicht wenig auf das tiefere Durchdringen der Zusammenhänge ankommt. Unsere Kunden lassen bei uns Kernsysteme entwickeln. Wir sind für unsere Kunden im Bereich E-Commerce unterwegs, ERP-Entwicklung, App-Entwicklung im Kernbereich, hardwarenahe Steuerung von Kernsystemen. Das heißt, das sind Technologien, die das eigentliche Geschäft unserer Kunden treiben. Und ich glaube, da kommt es darauf an, immer mindestens zwei, besser drei Schritte weiterzudenken und wirklich sich mit dem dahinterstehenden Geschäft auseinanderzusetzen.
Es ist in der Softwareentwicklung so, jemand kommt zu dir und sagt, ich brauche dieses Feature. Und dann fragst du ihn, wieso? Und dann sagt er dir, ja, ABC. Und ABC ist fast nie der wahre Grund. Es steckt immer irgendetwas anderes dahinter. Das heißt, du musst im Dialog mit diesem Menschen herausfinden, was brauchst du denn eigentlich wirklich? Was ist denn das, was du von der Geschäftsperspektive aus wirklich erreichen möchtest? Und das kannst du auf Projektbasis nur ganz schwer erreichen. Ja. Weil auf Projektbasis hast du Meilensteine, Deliveries und du willst das Projekt schnell beenden, damit du es chargen kannst. So funktioniert Technologieentwicklung nicht. Du hast gerade ein bisschen angesprochen, so, du nimmst so das Kunden- oder End-User-Feedback direkt ein. Welche Methoden, gibt es Methoden, die ihr auch benutzt, die du deine Mitarbeiter trainierst, die auch zu deinen Kunden bringen? Methoden wie zum Beispiel Sprint-Entwicklungsmethoden. Lebt ihr sowas bei Rindus auch? Also es ist unser Ansatz, dass wir immer möglichst wenig beim Kunden verändern. Mhm. Alle unsere Kunden haben ja eine Softwareentwicklung, haben eigene Kräfte, die Software entwickeln. Und unsere Idee ist immer, nichts anfassen, lass alles so, wie es ist. Mhm. Das heißt, wir wollen erstmal lernen, wie arbeiten unsere Kunden heute. Dann die Menschen, die wir für diesen Kunden gewinnen, die arbeiten wir dann in diese vorhandene Organisation ein. Und danach kann man schauen, wo können wir denn optimieren. Das machen wir immer zusammen mit allen Menschen, die in diesem Projekt arbeiten. Das heißt, wir reden immer mit allen, nicht nur mit den Rindus-Mitarbeitenden, sondern auch mit den Mitarbeitenden auf Seiten unserer Kunden. Wir nennen sie Partner, weil wir eben langfristig zusammenarbeiten. Und dann haben wir natürlich Best Practices. Wir haben sogenannte Communities of Practice bei uns, in denen Agile Coaches, Scrum Master und andere Fachexperten sich austauschen, um voneinander zu lernen. Das heißt, wenn wir ein System, ein laufendes System erweitert haben, dann gehen wir an die Optimierung, nicht andersrum. Okay, super. Wenn du jetzt so deine Zielgruppe anschaust, also typisch jetzt, nehmen wir jetzt ein Beispiel, wie ein E-Commerce-Beispiel wie Douglas, wenn du den CDO oder Head of ID anschaust, was sind normalerweise die Probleme, mit denen die am meisten strugglen? Wir hatten ja so das IT-Fachkräfte-Thema. Was siehst du jetzt gerade am Markt, auch vielleicht die letzten Jahre, wie hat sich das entwickelt? Was sind so die Hauptprobleme und auch Alternativen, auf die normalerweise zurückgreifen? Also ich sehe zwei große Engpässe sich entwickeln. Das eine ist die Verfügbarkeit von Produktexperten, also Menschen, die auf der Business-Seite gut beschreiben können, was neue Technologie wirklich bewerkstelligen soll. Und das zweite ist die Verfügbarkeit von Technologieexperten, also von Menschen, die Software-Frameworks, Software-Technologien beherrschen, die in der Lage sind, Qualität in der Softwareentwicklung sicherzustellen, die in der Lage sind, Softwareentwicklung zu organisieren. Mhm. Also die Verfügbarkeit ist, glaube ich, die schwebt über allem drüber, Verfügbarkeit von Produktexperten und auch von Softwareexperten. Ja, wie siehst du, was sind da normalerweise für Lösungen, also natürlich stellt man Leute ein wahrscheinlich, oder man sucht halt Nearshoring oder man sucht einen Outsourcing-Partner, aber was sind so normalerweise die gängigen Alternativen, die du hörst? Also ganz häufig ruft man Headhunter an und sagt, ich brauche jetzt 10 Senior Java-Entwickler, und dann rufen die Headhunter in ihr Netzwerk rein, in Menschen, mit denen sie seit Jahren zusammenarbeiten, bringen dann entsprechende Experten in das Unternehmen, bleiben mit denen in Kontakt, um nach 2 Jahren wieder anzurufen und den nächsten Auftrag zu bewerkstelligen. Hört sich jetzt etwas flapsig an, aber das ist eine weit verbreitete Alternative, mit Headhunter zusammenzuarbeiten. Die zweite Alternative ist, mit einer Softwareagentur zusammenzuarbeiten. Das heißt, eine Agentur anzurufen und zu sagen, ich brauche morgen früh 10 Experten, die für mich anfangen, an Projekt XY zu arbeiten. Das funktioniert meistens sehr kurzfristig, ist inzwischen horrend, exorbitant teuer und bedingt eben dieses projektgetriebene Geschäft. Das heißt, dass man am Ende meiner Ansicht nach häufig oberflächliche Technologie bekommt, die mit dem eigentlichen Business nicht so verbunden ist. Und das dritte ist eine Abwandlung davon, nämlich das Nearshoring, dass man einfach sagt, also Agentur in Deutschland ist mir zu teuer. Ja. Ich gehe in die Ukraine und miete für $40 die Stunde Fachkräfte, die ich dort finden kann, und lasse die dann Technologie entwickeln. Ja. Also die drei, und die vierte Strategie ist Freelancer. Ja. Also dass man einfach sagt, ich rufe in den Markt rein und hole mir jemanden, der nicht als angestellter Mitarbeiter arbeiten möchte, aber der seine Expertise fallweise auf projektweise zur Verfügung stellt. Und da steckt eigentlich die Krux schon drin, nämlich dieses zeitlich beschränkte, sich einer Oberfläche eines Themas widmen, nur kurzfristig sich für eine Sache einsetzen wollen. Und dadurch geht viel technologisches Know-how wieder verloren. Ja, also man kann es jetzt zusammenfassen, es gibt zwei Trends. Einmal wird der Need, also es werden diese Fachkräfte in Produkt und Technologie werden gebraucht, einmal. Das zweite ist,
es gibt weniger und weniger. Natürlich, der Markt kann nicht so viele Fachkräfte, vor allem in Deutschland, auch zur Verfügung stellen. Wie siehst du das entwickeln in den nächsten Jahren? Glaubst du, dass es irgendwann kommt, dass mehr Leute sich für diesen Pfad entscheiden? Weil diese Technologie und Produktknowledge sich anzueignen, das braucht ja auch lange Zeit. Wie siehst du das jetzt entwickeln in den nächsten Jahren? 5 bis 10? Ich glaube, dass insgesamt, also die Menschen, die bei uns arbeiten, die haben alle eine sehr, sehr anspruchsvolle Ausbildung durchlaufen, die haben sehr viel in sich investiert, ja. Die arbeiten hart für die Expertise, für das Wissen, für die Erfahrung, die sie haben. Du hast recht, das macht man nicht an einem Nachmittag. Ich glaube, dass global gesehen das Angebot im Laufe der nächsten Jahre steigen wird. Ja. Ob es in Deutschland steigen wird, da habe ich meine Zweifel, eben weil es mit hohen Opportunitätskosten für den Einzelnen verbunden ist. Ja. Aber ich glaube, dass der Arbeitsmarkt sich weiter globalisieren wird. Wir zum Beispiel rekrutieren in letzter Zeit häufig in Südamerika, in Zentralamerika, bringen diese Leute dann nach Spanien. Also wir arbeiten, wie gesagt, zentral von Spanien aus. Aber ich beobachte, dass der Arbeitsmarkt insgesamt sich globalisiert. Also jeder Markt strebt zu einem Ausgleich. Ja. Es wird zu einem Ausgleich kommen. Ob hier in Deutschland, da habe ich meine Zweifel. Wieso glaubst du in Deutschland nicht? Was ist der Unterschied? Zum einen die reine Demografie, also die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, wenn man jetzt den Zuzug mal außer Acht lässt. Und zum anderen gibt es in Deutschland eine relativ niedrige Bildungsrendite. Wenn man sich die einzelnen Ausbildungsgänge anschaut, dann gibt es viele Opportunitäten zu einem beispielsweise Informatikstudium oder dazu, sich in einer Hackerschool Coding-Fähigkeiten beizubringen. Das ist in anderen Ländern nicht so. Da gibt es viel steilere Bildungsrenditen. Und deswegen glaube ich, dass es anderswo relativ gesehen attraktiver ist, sich dieses harte Wissen anzueignen, als in Deutschland. Spannend, sehr spannend. Wie siehst du denn generell, wenn du jetzt deine Zielgruppe wärst oder wenn du jetzt der CDO bist oder Head of ID, was würdest du jedem CDO, der in diesem Problem steckt gerade, ich brauche diesen Technologie- und Produktexperten, was würdest du dem empfehlen, welche fünf Schritte würdest du ihm empfehlen, die er zuerst machen sollte? Also ich glaube, das Wichtigste ist, aufzuhören, in der Kategorie von Ressourcen zu denken. Viele in der IT, viele in dem Bereich der Technologieentwicklung sprechen von Ressourcen. Und immer wenn mir jemand sagt, wir brauchen mehr Ressourcen, dann lächle ich und sage, es tut mir leid, Ressourcen haben wir nicht. Wir haben Menschen, wir haben Persönlichkeiten, wir haben Seelen, die sich mit Leidenschaft einem Thema verschreiben. Damit können wir auch helfen, die finden wir auch und die können wir auch orchestrieren. Ressourcen sind in der Technologieentwicklung, das ist der falsche Denkansatz. Wichtig, über allem steht Bedarf. Also erstmal sich darüber klar werden, was brauche ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich machen? Will ich wirklich nur schnell ein MVP entwickeln oder will ich langfristig eine neue Geschäftsbasis schaffen? Davon hängt ab, wie ich die Organisation aufsetze und wen ich in die Organisation hineinsuche. Dann glaube ich, das Wichtigste ist wirklich, auf Langfristigkeit zu setzen, also die kurzfristigen Feuerwehreinsätze. Ich habe gerade schon einige erwähnt, Agenturen, Freelancer, Nearshoring-Agenturen. Ja. Das ist langfristig nicht von Erfolg gekrönt, weil dadurch sehr viele technologische Schulden entstehen, also sehr viele Nebenwirkungen von kurzfristigen Lösungen, die langfristig gesehen sehr viel teurer sind, als wenn man die komplette Technologieentwicklung langfristig aufsetzt. Ja. Also mein Rat wäre, den Bedarf wirklich sorgfältig klären, also die Zielsetzung sorgfältig klären, dann daraus abgeleitet Organisationen und Menschen definieren, die dafür gebraucht werden. Und das letzte Wort war das Wichtigste, auf den Menschen schauen, weil Technologieentwicklung funktioniert durch und mit Menschen. Und das wird viel zu oft vergessen. Welche Tricks hast du, vielleicht sind es keine Tricks, vielleicht sind es auch Strategien, hast du, um wirklich die Motivation der Mitarbeiter, und da stimme ich dir 100% überein, die besten Mitarbeiter, die brennen für dein Unternehmen, fürs Produkt, die denken, das ist jetzt cool, diesen E-Commerce-Shop zu entwickeln zum Beispiel, das ist richtig cool, das Projekt zu machen jetzt. Wie stellst du sicher, dass diese Motivation auch, dass die Mitarbeiter diese Motivation entwickeln können für das Produkt? Gibt es da eine Strategie, die du hast? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass eine Leidenschaft erzeugt werden kann. Das heißt, dass man Menschen findet, die wirklich etwas erreichen wollen. Nicht Menschen, die ihre Miete bezahlen wollen, sondern Menschen, die etwas Größeres erreichen wollen. Und ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist, ihnen eine Sache zu verkaufen, als sei es ihre. Also so zu tun, das ist doch ein tolles Projekt, weil, schau doch mal, weil. Ich glaube, am Beginn der Leidenschaft steht etwas, was in uns allen drinsteckt. Und das ist zum einen das, was wir erworben haben, also unsere Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen, weil das ist die Basis für hohe Leistungen und wir alle wollen hohe Leistungen bringen. Und das Zweite ist, also neben dem, was wir erworben haben, wie wir sind. Das heißt, unsere Einstellung, unsere Motivation, unsere Werte, all das, was uns antreibt, wie wir der Welt begegnen.
Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das die Menschen frei kombinieren zu lassen, also was sie erworben haben und wer sie sind, und das dann verbinden mit der höheren Sache, dann kann wirklich Begeisterung entstehen. Und wenn Begeisterung entsteht, entsteht großartige Technologie. Das ist also etwas anderes als Motivation. Wenn ich kann Menschen motivieren, auch extrinsisch, indem ich mit Geld, mit Perks, mit allem Möglichen. Das ist auch nicht schlecht. Aber es ist eben nichts, was von innen herauskommt. Das, was die eigentliche Kraft entwickelt und das, wonach Rindus auch strebt, in allem, was wir tun, ist, die Menschen in ihrer Leidenschaft zu erreichen und in ihrer Sehnsucht etwas zu bewegen. Wie machst du das praktisch mit den Mitarbeitern? Sagen wir, ein potenzieller Neukunde oder Neukunde kommt rein bei euch. Wie matchst du dann deine Talente? Also wie verbindest du dann sozusagen die Vision des Kunden mit dem Mitarbeiter? Na, vielleicht erstmal, also wie machen wir das mit dem einzelnen Mitarbeiter? Wie schaffen wir es, dass sozusagen diese Leidenschaft bei den Mitarbeitern geweckt werden kann? Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit den Menschen, die bei uns arbeiten, um sie kennenzulernen. Denn wenn ich ihn nicht verstehe, ich muss ihn kennenlernen, um ihn verstehen zu können. Das heißt, wir führen Gespräche beim Kaffee nicht über fachliche Themen, sondern über das Leben. Wir haben Personalentwicklungsgespräche, wo es auch um fachliche Themen geht, aber auch darum, wie fühlt sich denn Erfolg an? Wo hast du ein Erfolgserlebnis gehabt? Wie bist du da hingekommen? Wie hast du es erlebt? Was hast du danach gemacht? Wie war das Umfeld, in dem du dich da bewegt hast? In deinem Team, in deinem Projekt, mit deinem Kunden. Und das Dritte ist, dass wir eine Teamkultur schaffen, in der der Einzelne Raum hat, das einbringen zu können. Eine Teamkultur, die basiert auf Vertrauen, auf Teilhabe, vor allen Dingen aber auch auf Freiheit. Auf Freiheit, das sagen zu können, was ich denke, und nicht die Angst haben zu müssen, dass das irgendwie gleich kassiert wird. Und indem wir diese gesamtheitliche Sicht auf den Mitarbeiter entwickeln, schaffen wir Raum zu verstehen, was im Projekt für ihn wichtig ist. Und dann kann man das in der Zusammenarbeit mit dem Kunden auch entsprechend unterstreichen. Wie wir mit dem Kunden arbeiten, ist im Prinzip ganz ähnlich. Also wir klären erstmal den Bedarf, also was ist das, was im Kundenprojekt erreicht werden soll. Und dann geht es darum, die Menschen, die dort arbeiten, alle mit einzubeziehen. Also alle, auch die jetzt schon beim Kunden arbeiten. Was sind deren Vorstellungen? Was sind die Vektoren, die Kraftverhältnisse, die auf sie einwirken? Gibt es vielleicht graue Eminenzen, die man mitnehmen muss, die man überzeugen muss oder die vielleicht auch Widerstand leisten? Und nur durch dieses Verständnis, dass Rindus nur gemeinsam mit den Kunden erfolgreich sein kann, schaffen wir es, dass die Menschen am Ende an einem Strang ziehen, in eine Richtung schauen. Ja, ihr seid jetzt auf 130 Mitarbeiter gewachsen, ja auch über Corona konstant gewachsen jetzt. Wie stellst du das sicher, dass bei so einer, also wenn man jetzt sagt, ihr seid ja, glaube ich, als ihr gestartet seid mit Comics vor 2 Jahren, wie groß wart ihr da? Wie viele Mitarbeiter? Vor 2 Jahren hatten wir haben uns 2019 verdoppelt, da hatten wir um die 50 Leute. Wie stellst du sicher, dass du diese Wertschätzung des Mitarbeiters auf so eine doppelte Größe mit 130 Mitarbeitern oder mehr ist doppelt so groß? Wie stellst du sicher, dass immer noch diese Qualität an der Verbindung zu den Mitarbeitern, zur Leidenschaft herstellt? Das ist sehr viel Arbeit. Wir haben das Team, das nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeitet, seither verdreifacht. Das sind inzwischen 15 Leute, die sich nur damit auseinandersetzen, die Beziehungen mit unseren Mitarbeitern zu pflegen, aber auch mit unseren Partnern zu pflegen. Das heißt, wir haben einmal natürlich unsere Kapazität aufgebaut, mehr Menschen, die sich um das Thema kümmern. Und wir haben auch unsere Sichtweise geschärft. Wir haben beispielsweise 2019 wir haben es Kulturprozess genannt, wir haben also angefangen zu verschriftlichen, was für Verhaltensweisen wir beobachten, wie wir sie einordnen, wo wir vielleicht verstärkt Augenmerk drauf richten wollen. Also beispielsweise die Verhaltensweise, dass jeder, der bei Rindus arbeitet, die Diversität umarmt, also Menschen in ihrer Andersartigkeit respektiert und das als Bereicherung auch empfindet. Und indem wir dieses versprachlichen Geschichten erzählen, Beispiele nennen, über Case Studies sprechen, dieses Versprachlichen hat eine große Bedeutung dabei, das wirklich auch erlebbar zu machen. Also ihr habt wirklich Methoden entwickelt, auch wie ihr diese Kultur dann auch pflegt, jetzt mit diesen Ritualen, die du gerade zusammengefasst hast. Praktisch, wie macht ihr das? Teilt ihr Case Studies, habt ihr Events, jetzt über Corona war ja alles online. Was waren denn so die praktischen Dinge, um das wirklich zu bewerkstelligen? Also ein ganz wichtiger Faktor ist für die Motivation von Menschen, ist, dass sie gesehen und gehört werden wollen. Die Wahrnehmung. Wir alle wollen gesehen und gehört werden. Was machen wir als Unternehmen? Wir haben die Oberfläche vergrößert. Also meine Handynummer beispielsweise, die ist für jeden im Unternehmen zugänglich. Mein Slack-Account. Wie oft klingelt dein Handy?
Das Handy klingelt tatsächlich gar nicht so oft. Es gibt sehr viele Slack-Nachrichten, die eintrudeln und wo ich mit dem Kernteam auch natürlich Wege gefunden habe, solche Anfragen auch bearbeiten zu können. Wir haben bestimmte Rituale, zum Beispiel nach einem Jahr Betriebszugehörigkeit, nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit, nach drei Jahren Betriebszugehörigkeit feiern wir das, indem es eine persönliche Wertschätzung von mir, von meinem Partner gibt, für die Menschen, die bei uns arbeiten. Das ist nicht einfach nur ein Danke, dass du bei uns arbeitest, sondern alles, was ich über diesen Menschen weiß, das wird in einer Grußbotschaft, die verlesen wird, vor dem ganzen Unternehmen verarbeitet. Das heißt, ich sehe diesen Menschen, wir sehen diesen Menschen und das wird auch wahrgenommen von allen im Unternehmen. Ja. Eine persönliche Begrüßung findet statt. Jeder, der neu bei uns dazukommt, ich kenne jeden Einzelnen mit Namen. Wir führen lange, stundenlange Gespräche, um wirklich auch sicherzustellen, dass derjenige ankommen kann bei Rindus. Ja. Sehr visionär auch, ja. Sehr sympathisch auch. Was ist deine Vision für Rindus jetzt für die nächsten, lass mal länger denken, so die nächsten 5 bis 10 Jahre, was ist die Vision? Ich sehe ja natürlich jetzt die letzten 2 Jahre auch sehr stark gewachsen. Soll es so weitergehen? Was war dein Traum auch? Es gibt ganz viele Aufgaben im Bereich der Technologieentwicklung, denen wir uns stellen. Wir sind gerade mal 130 Leute. Ich sehe ein viel, viel größeres Potenzial, was wir für viele Unternehmen in Deutschland bewegen können. Langfristig glaube ich, dass wir bei Rindus eine Managementphilosophie, eine Führungsphilosophie entwickeln, bei der im Mittelpunkt der Mensch und seine Bedürfnisse stehen. Ich glaube, dass viele Unternehmen diese Ressourcendenke haben, von der ich vorhin gesprochen habe, und viele Unternehmen immer noch glauben, dass die Ressourcen ihnen dankbar sein müssen dafür, dass die Ressourcen sich bei ihnen sozusagen einbringen können. Ich habe eine genau diametral entgegengesetzte Sicht. Ich glaube, Unternehmen müssen dankbar und dürfen demütig dankbar sein, dass Menschen sich entscheiden, dort zu arbeiten und nicht irgendwo anders. Rindus ist angetreten, um diese radikal auf den Menschen zentrierte Sicht zu systematisieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einigen Jahren nicht nur Technologie entwickeln, sondern vielleicht auch in anderen Branchen Menschen begeistern, mitnehmen und zu hohen Leistungen auch animieren können. Also es ist wirklich dieser Kern der Mitarbeitermotivation, der euch wirklich so ausmacht, so diese ganz tiefe Motivation zu erkennen und das Feuer fast zu entfachen. So. Absolut. Ja. Erkennbar auch bei unseren Kunden, die alle mit kleinen Teams anfangen, weil sie so ein bisschen skeptisch sind und sagen, na, das ist kleine Teams bei euch. Also kleine Teams bei uns, genau. Also wir haben, bei Douglas haben wir mit 5 Leuten angefangen und das sind inzwischen um die 20 Leute, die bei uns arbeiten. Es war eigentlich überall so, dass immer so 3-4 Leute angefangen haben, weil man gesagt hat, das hört sich gut an, aber wir wissen gar nicht, ob das funktioniert. Wenn wir das jetzt hier nicht strukturiert und leistungsorientiert führen, was soll denn dabei rauskommen? Und alle Kunden, die wir bis jetzt haben, alle unsere Partner, haben ihre Teams wachsen lassen. Teilweise signifikant von 5 auf 30, teilweise weniger signifikant von 5 auf 10. Aber alle haben nach einiger Zeit gesagt, krass, das funktioniert. Die Teams, die wir in Malaga haben, stellen die Teams in Deutschland vielleicht nicht in Schatten, aber sie fordern sie heraus. Und deswegen sind wir mit allen Kunden bis jetzt gewachsen. Also letztes Jahr war das Wachstum Bestandskunden zu Neukunden annähernd 50-50. Das ist für uns eine tolle Bestätigung, dass das Modell auch bei den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, eben sehr gut funktioniert. Wie misst ein Kunde den Erfolg und die Qualität der Arbeit? Also gibt es KPIs, natürlich man sieht die Resultate der Entwicklung, aber gibt es gewisse KPIs, wie ihr auch die Mitarbeiter misst, wie zum Beispiel Anzahl Features entwickelt, Anzahl Sprints entwickelt? Wie stellt ihr das sicher, so ganz quantitative KPIs? Also da gibt es bei uns, bei Rindus, einige Experten, die sich da wirklich kompetent dazu äußern können. Ich selbst, also ich weiß, dass Qualitätsmessung in der Softwareentwicklung ist ein heiß umstrittenes Feld. Da gibt es ganz viele verschiedene Philosophien. Da will ich mich auch gar nicht auf eine Seite stellen. Was wir tun, ist, wir versuchen, möglichst viele Datenpunkte zu generieren, die teilweise auch qualitativ sind, also wo wir in Interviews mit unseren Kunden Zufriedenheitswerte abfragen, wie häufig es zu sogenannten Defekten gekommen ist oder abfragen, wie die Termintreue empfunden wird, also Stichwort Sprint-Commitment, ob wirklich auch erreicht wird, was eben versprochen wird. Also wir versuchen, möglichst viele Daten zu erheben. Am Ende, hört sich jetzt weich an, am Ende geht es aber für uns immer darum, sind die Menschen, die es entscheiden, damit zufrieden. Und deswegen haben wir ein ausgeprägtes Partnermanagement, also Leute, die auf Rindus-Seite sich mit unseren Kunden, mit den Partnern eben intensiv austauschen, aber auch die Mitarbeiter. Unzufriedene Mitarbeiter würden wir sofort merken und dann müssen wir an die Ursachen rangehen. Ja, also eure KPIs, man sagt ja so, die Firma entwickelt sich ja nach dem, was man misst ja auch.
Also eure KPIs sind auch auf Kundenfokus, Kundenfeedback, Qualität, so Art Net Promoter Score, richtig? Richtig. Net Promoter Score. Misst ihr Net Promoter Score bei euch auf? Habt ihr die Kennzahl? INPS messen wir, also den Employee, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterzufriedenheit, die messen wir regelmäßig. Mhm. Und mit unseren Partnern haben wir ein qualitatives System, okay, das in die gleiche Richtung geht. Ja. Tatsächlich. Okay. Und das ist auch unser Treiber. Also wir, wir steuern das Unternehmen nicht, indem wir sagen, wir wollen quantitativ um XYZ Mitarbeiter wachsen, sondern wir wollen wachsen so viel und so gut es geht, aber immer in diesem Vertrauen, dass das menschenzentrierte Modell dadurch nicht gefährdet wird. Ja, super. Sales und Marketing, wie seid ihr da aufgestellt? Wie stellt ihr sicher, dass ihr auch zu Neukunden kommt? Bestandskundengeschäft, das läuft ja relativ gut. Wie sieht es mit Neukunden aus? Wir haben die ersten 2 Jahre reines Network-Marketing betrieben, darf ich eigentlich gar nicht sagen. Also es ging wirklich darum, jemand kannte jemanden, der mich kannte, und der hat dann gesagt, redet doch mal miteinander, und so sind alle Kundenbeziehungen entstanden. Also ich habe keine wirklich aktive Lead-Generation betrieben, zumindest nicht systematisch, und wir sind halt dann über das Netzwerk gewachsen, bis ich dann Ende 2018 gesagt habe, doch, wir müssen auch mal Lead Generation machen. Dann habe ich versucht, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die mir Termine besorgt haben. Dann habe ich versucht, mit LinkedIn Anzeigen zu arbeiten. Diverse Dinge, die ich ausprobiert habe, das hat alles nicht funktioniert. Und dann bin ich von ComX angesprochen worden, und aus irgendeinem Grund hat mich die Ansprache getriggert. Dann haben wir uns ja unterhalten, und dann habe ich gesagt, okay, komm, probieren wir es mal aus. Und seitdem habe ich einen relativ überschaubaren zeitlichen Aufwand. Und wir haben ja schon im ersten Jahr wirklich 2 Bombenkunden durch ComX gewonnen. Und das sind jetzt eigentlich die beiden Pfeiler, auf denen wir aufbauen. Das heißt, nach wie vor bin ich natürlich in meinem Netzwerk unterwegs. Und der Bereich Cold Calling oder Lead Generation, da arbeiten wir mit ComX sehr erfolgreich zusammen. Was hast du davor mit den Agenturen ausprobiert? Was war das? War es Telesales oder Telemarketing oder? Das war teilweise der Versuch, qualifizierte Termine einzukaufen. Ja. Das hat gar nicht funktioniert, weil dann kostet der Termin am Ende irgendwie 6.000 Euro. Dann war es der Versuch, unqualifizierte Termine einzukaufen. Das hat besser funktioniert. Allerdings waren die Streuverluste gigantisch. Und dann gab es eben den Versuch, auch so ein bisschen mit Text-Ads, Online-Marketing, also Jugend forscht, gebe ich auch ehrlich zu machen. Das war nicht ganz so teuer, aber natürlich auch nicht effizient. Ja. Und dann kamt ihr zum richtigen Zeitpunkt. Wie war die Ansprache? Kannst du dich erinnern, wie wir in Kontakt gekommen sind? Ich habe von euch eine E-Mail bekommen, also ich bekomme am Tag, weiß ich nicht, 20, 30 E-Mails von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwas verkaufen wollen. Ich versuche meistens zu antworten, aber es gelingt auch nicht immer. Aber es ist fast immer ein Nein, interessiert mich nicht. Und bei ComX war die Ansprache so, dass ich gesagt habe, stimmt, Lead Generation ist mein größter Engpassfaktor. Und ich habe viel ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und eigentlich bräuchte ich ein automatisiertes oder teilautomatisiertes System, weil richtig Zeit habe ich eigentlich auch nicht. Und das waren so die Trigger, mit denen ihr mich angesprochen habt. Und dann haben wir unseren Discovery Call gehabt. Jetzt arbeiten wir seit 2 Jahren zusammen. Was sind deiner Meinung nach die Transformation, die dich jetzt am weitesten gebracht hat? Erstens, überhaupt Lead Generation einen festen Platz auf meiner To-Do-Liste zu geben, also wirklich kontinuierlich und verlässlich daran zu arbeiten. Zweitens, mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann, und das sind Discovery Calls. Ich bin nicht so gut darin, Leute zu identifizieren, unterschiedlich anzusprechen. Ich sehe eine Stärke darin, wenn ich mit den Menschen reden kann, dann verstehe ich, was sie umtreibt, was sie bewegt, und kann mich auch gut darauf einstellen. Also sich auf das konzentrieren, was man gut kann. Und das Dritte ist, regelmäßig überprüfen, bin ich da noch auf dem richtigen Pfad unterwegs? Wie sind die Ergebnisse? Wie stehen Kosten und Nutzen im sinnvollen Verhältnis? Also, dass man selbst das Gefühl hat, das Richtige zu tun. Genau. Wie führst du denn die Discovery Calls? Folgst du deinem Skript oder wie machst du das heutzutage? Meistens stelle ich mich kurz vor, umreiße kurz, was Rindus tut, 3, 4, 5 Minuten, manchmal sind es 10, aber ich versuche das immer möglichst kurz zu halten, und dann geht es ins Fragen, also rausfinden, okay, was beschäftigt Sie in der Softwareentwicklung, was haben Sie für Erfahrungen gesammelt, wie viel machen Sie heute mit Freelancern, Agenturen, Nearshoring, wie viele Headhunter-Erfahrungen haben Sie, was hat Ihnen gefallen, was fehlt Ihnen? Und fast immer, wenn es kommt, was fehlt Ihnen, das ist sozusagen 1:1 Spiegel zu dem, was Rindus eben anbieten kann. Und so kommt man ins Gespräch. Dann sinnvoll nachverfolgen, und den Rest muss ich euch nicht erklären. Was sind die meisten Stories, die du hörst? Weil das ist ja ganz interessant. Also du
vielleicht auch die Frage dahingehend, was sind so die Landmines, die du hörst? Also welche Stories hörst du, wo deine Zielgruppe wirklich struggelt jetzt in den meisten Gesprächen? Ich weiß nicht, wie viele Gespräche hast du so in der Regel im Monat auch? Im Monat sind das so um die 10 Discovery Calls, würde ich sagen, 10, 12. Ja. Es könnten auch gerne mehr sein, aber manchmal denke ich, ich bin froh, weil ich gar nicht mehr Zeit hätte. Also das ist so der grobe Rahmen. Mhm. Vor Corona habe ich immer und immer wieder gehört, nee, das geht nicht, unsere Leute müssen alle bei uns im Büro sitzen, nee, Spanien funktioniert nicht, es muss alles hier bei uns sein. Das ist Gott sei Dank alles weg. Also inzwischen haben alle verstanden, der Ort ist gar nicht so wichtig, es kommt darauf an, mit wem man zusammenarbeitet und wie man zusammenarbeitet. Also was ich heute noch höre ist, mit Menschen im Ausland zu arbeiten, bedeutet, dass das technologische Know-how leichtflüchtig ist. Es ist ein hoher koordinatorischer Aufwand und es dauert viel zu lange, bis wir die Menschen wirklich auch gefunden haben. So, das höre ich relativ häufig. Ja, spannend. Wie siehst du deine zukünftige Entwicklung oder dein Outside, deine Vision für CS und Marketing jetzt die nächsten Jahre? Auch den Wachstumspfad, den du zurücklegen willst jetzt mit Rindos. Wie willst du CS und Marketing da weiterentwickeln? Also was für Rindus auf dem Zettel steht, ist, dass wir Sales und Marketing weiter strukturieren durch die Vorgehensweise, die wir mit euch gemeinsam entwickeln, aber auch dadurch, dass wir insgesamt mehr publizieren, öffentlicher werden in dem, was wir tun, dass wir um Verständnis dafür werben, dass wir in der Technologieentwicklung die Technik beiseite schieben und sagen, lass uns auf den Menschen konzentrieren. Also es geht auch darum, dass wir uns aktiver noch positionieren, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Unsere Organisation soll wachsen. Also ich hoffe, dass wir eines Tages mal wirklich ein vertriebliches Team haben, mit dem wir das, was wir im Sales und Marketing tun, auch multiplizieren können. Im Moment ist es so, das Wachstum, was wir haben, ist ein recht organisches Wachstum. Wir wollen dieses Jahr wieder um die 30% wachsen. Das werden wir verdauen, das werden wir schaffen. Wir könnten vielleicht auch mehr wachsen, aber im Moment wollen wir den Kern nicht gefährden, weshalb wir das tun, eben diese menschenzentrierte Kultur. Super. Ja, super. Gibt es noch irgendwas, was du zum Bereich Sales und Marketing dazu, was wir noch nicht gefragt haben, was du noch hinzufügen willst? Also das kann ich jetzt mein eigenes Learning wiedergeben. Ja. Und das ist, es kommt wirklich darauf an, dabei zu bleiben. Also es geht um Disziplin. Mhm. Es geht darum, dass man im Sales und Marketing sich selbst immer wieder dahin führt und wirklich auch dahin bringt, zu antworten, nachzuverfolgen, sich zu organisieren und gleichzeitig regelmäßig auch das eigene Vorgehen zu hinterfragen. Also das ist ja das, wo wir auch gut zusammenarbeiten, zu überlegen im AB-Testing, in der Formulierung, in den Benchmarks, die ihr habt, zu gucken, wo wir da besser werden können. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich kontinuierlich sich selbst dazu zu bringen, weiterzumachen. Ja. Und nicht, nachdem man einen großen Erfolg hatte, zu sagen, okay, jetzt brauche ich erstmal keinen Sales mehr, sondern das wirklich kontinuierlich durchlaufen zu lassen. Super. Was mich interessieren würde, du hast erwähnt, du hast so eine ganz starkes Interesse an Menschen. Woher kommt das? Ich habe vorhin darüber gesprochen, was Menschen sich angeeignet haben, was sie gelernt haben an Fähigkeiten, an Erfahrungen und wie sie sind. Und ich glaube, diese Liebe für Menschen, die ist Teil von dem, wie ich bin. Ja. Woher das kommt, kann ich dir nicht sagen. Das war immer schon so bei dir? In der Rückschau, alle meine beruflichen Stationen, da ging es immer darum, Menschen zu finden, Menschen zusammenzuführen und mit diesen Menschen etwas zu bewegen. Das Asset Management, was ich da gemacht habe, diese Fähigkeiten gab es gar nicht. Also wir mussten irgendwie Leute finden, die das Ziel verstanden haben und sich alles Wissen dann angeeignet haben. Was war das Asset Management? Das war ein Bildungsfonds. Der Bildungsfonds war es, genau. Ja. Ja. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch. Wo es herkommt, weiß ich nicht. Ich bin einfach so. Aber das ist bemerkenswert, weil du hast ja durch deine ganze Story auch das erste Tech-Startup und davor war für dich das ja auch immer zentral. Du hast es ja immer so durchgezogen, immer so ein roter Faden durch deine Karriere. So. Also schon bemerkenswert, dass du das auch immer so durchgezogen hast, dieser Mensch, Human First. Und das ist ja auch, was Rindus heute ausmacht. Richtig? Absolut. Ja, genau. Also Rindus ist für mich die höchste Ausbaustufe. Also die Stationen davor waren notwendig, um wirklich zu dieser Essenz zu kommen. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wir bauen eine Management-Philosophie, eine Führungsphilosophie, ich glaube eine Unternehmensphilosophie. Ja, wir sind heute ein Unternehmen, das Technologie erzeugt, aber dahinter steckt sehr viel mehr als das, was man heute von außen sehen kann. Ja, Wahnsinn. Was machst du selbst? Ich nehme ja an, als Geschäftsführer, ich kenne es ja selber auch, man steckt sehr viel Energie und Arbeit durch Mitarbeiter und das Business rein. Was machst du, um deine Energie balanciert zu halten? Also was sind so Tricks von dir, sei es Sport etc., was sind so die Hacks?
Also für mich ist das Wichtigste eine sehr rigorose Work-Life-Balance. Also ich habe bestimmte Zeiten am Tag, wo ich keine Meetings mache, 12 bis 14 Uhr, 17 bis 18 Uhr. Da bin ich mit meiner Familie zusammen, mit meinen beiden Töchtern, meiner Frau. Die Zeit ist mir heilig und ich möchte eben auch an der Entwicklung meiner Töchter teilhaben. Deswegen ist mir das sehr wichtig. Sport hast du angesprochen, ja, für mich ist Sport, also ich laufe ziemlich viel, das ist für mich aber jetzt nicht sportlicher Wettkampf, sondern das ist so eine Art Meditation. Also wenn ich von einem langen Run zurückkomme, dann habe ich einen freien Kopf, ich habe manchmal irgendwelche Lösungen entwickelt, die sind mir einfach so zugeflogen, also da komme ich so in Flow und deswegen ist mir das eben auch sehr wichtig. Und Musik, ich liebe Musik, Musik ist ein Weg für mich, einen Zugang zu mir selbst zu finden, einen Zugang zu meiner Seele, zu einem Teil meines Kerns zu finden. Ich habe keine bestimmte Musikrichtung, die ich immer wieder höre. Da ist barocke Chormusik dabei, da ist zeitgenössischer Jazz dabei, da ist Punkrock dabei. Je nachdem, womit ich gerade Resonanz haben möchte. Aber Musik ist etwas, das mich begeistert hat, schon immer begeistert hat und nach wie vor begeistert. Hast du Familie, die ist in Deutschland oder in München? München sind die. Super, also pendelt die auch zwischen Malaga und München hin und her oder wie macht ihr das? Nee, also die Reisen nach Malaga, die mache ich dann immer alleine. Ja. Nein, nicht immer, sondern überwiegend, genau. Ja. Aber das ist jetzt durch Corona ohnehin etwas weniger geworden, weil wir sehr viel über Videotelefonie regeln können. Aber das ist, wie ich vorhin sagte, es ist ein persönliches Zeitmanagement, was mir da sehr, sehr wichtig ist. Ja, natürlich. Musik, machst du selbst auch Musik oder bist du ein Zuhörer? Ich habe lange Jahre im Chor gesungen. Ich habe Trompete gespielt, sowohl im Sinfonieorchester als auch privat, also als Solotrompeter. Leider musste ich beides mit der Gründung von Rindus auch reduzieren, am Ende ganz aufgeben, weil die Zeit einfach nicht mehr da war. Und wenn man etwas, so habe ich es erlebt, wenn man etwas nicht mehr so richtig gut machen kann, dann verliert man schnell die Begeisterung dafür. Und wenn es nicht geil ist, dann lasse ich es lieber bleiben. Was hast du für ein Orchester war das, oder? Sinfonieorchester, genau. Sinfonieorchester, also, Trompete, ja. Genau. Und du hast in welchem Chor, welche Art von Chor hast du gesungen? Barocke Chormusik. Ah, wow. Also das Zeitalter von Bach vor allen Dingen, das hat mich sehr getroffen. Hast du das schon ganz früh gemacht? Oder wie? Zu Schulzeiten angefangen. Zu Schulzeiten, ja, super. Ich hab mit 10 Jahren Klavier begonnen. Und ich habe es auch in 2, 3 Bands gespielt, dann eher Rockbands, dann auch Gitarre. Und mit Comics-Gründung war es dann so ein bisschen so ganz wenig bis gar nichts. Dann setzt man sich mal gerne ins Klavier, klimpt ein bisschen rum, aber die Zeit fehlt halt. Ich habe festgestellt, man redet ja immer von diesen unterschiedlichen Lebensbereichen, Beziehung, Spiritualität, Freunde, Familie, Arbeit und so weiter. Und ich hab für mich festgestellt, das Idealbild, alles auszutarieren, das schaffe ich nicht. Ja. Und das habe ich für mich inzwischen angenommen. Es gibt Bereiche, in denen bin ich da schwächer unterwegs. Manche Freundschaften werden relativ oberflächlich nur noch bedient, obwohl ich den Menschen verbunden bin. Aber ich habe nicht mehr die Zeit, dass man sich wirklich persönlich sieht. Ja. Sport ist manchmal auch etwas, das dann doch hinten rüber fällt. Aber so diese beiden Themen, also einmal natürlich meine Profession, das, was mich beruflich leidenschaftlich eben antreibt, und meine Familie, das sind die beiden ganz großen Schwerpunkte. Und was ich auch sehr gerne tue, ist Lernen. Ja. Also jede Minute, die ich habe, verbringe ich damit, irgendwelche Podcasts zu hören, Zeitungen zu lesen, Blogs zu lesen, über RSS-Feeds meine eigene Zeitung zusammenzustellen. Ich lese wirklich extrem schnell und auch extrem viel. Ich lerne sehr gerne. Ja, ja. Was sind so deine Empfehlungen an Zeitschriften und an anderen Quellen, die du liest gerade zur Zeit? Also tatsächlich, das RSS-Feeding, da müsste ich jetzt sozusagen tiefer einsteigen. Ja. Natürlich viel TechCrunch, was damit dabei ist. Fast Company und diverse andere Quellen, die ich da mir persönlich zusammengestellt habe. Ja. Was ich aber sehr gerne mache, ist im Prinzip auch einzelne Bücher zu lesen, die immer wieder auf den Bestsellerlisten stehen. Belletristik gar nicht so sehr, aber viel eben auch im Bereich Menschenführung und Organisation. Five Dysfunctions of a Team beispielsweise ist ein ganz gutes Buch, was ich jüngst gelesen habe. Hast du noch andere Buchempfehlungen, vor allem zu Management von Team und so weiter? Und tatsächlich schießt mir jetzt gerade eine Buchempfehlung durch den Kopf, das ist eine Belletristik. Ja? Das ist ein Buch von John Niven, Gott bewahre. Das ist die Geschichte, wie Gott seinen Sohn auf die Welt schickt, der sozusagen das wieder aufräumen soll, was die Menschheit vor die Wand gefahren hat. Und in diesem Buch ist es, wie gesagt, ein Roman, aber es ist sehr schön beschrieben, wie man
also wie Jesus die Menschen im 21. Jahrhundert ganz anders anspricht, als er das vor 2000 Jahren getan hat. Also der Gedanke, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade sind, wo sie sich gerade befinden, der ist in dem Roman sehr, sehr schön beschrieben. Wie heißt der Titel nochmal? Gott bewahre. John Niven. Super, das klingt spannend, muss ich mal anhören. Du hast vorher auch Laufen, Meditation kurz erwähnt. Ist Meditation auch was Wichtiges für dich? Du hast kurz erwähnt, auch Mindspace. Ich kenne es sehr gut von mir selber, auch vom Fahrradfahren. Ich bin seit Corona, fahre ich gerne Rennfahrrad. Ich kenne diesen Trott und dieses Atmen und Meditieren so ein bisschen. Meditierst du so auch? Ich versuche es seit bestimmt 3 Jahren. Ja. Ich habe mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten. Ja. Ich bin nicht diszipliniert genug. Ja. Ich habe die Fähigkeit noch nicht entwickelt. Ich würde sie aber gerne entwickeln. Ja. Ich muss mich mit dem Laufen behelfen. Ja, das funktioniert ganz super. Gut. Es gibt auch Meditations-Apps mittlerweile, die das sehr gut sind. Mindspace zum Beispiel. Ja, davon habe ich gehört. Ja, genau. Super. Rolf, super Interview. Danke dir vielmals. Also nochmal zusammenfassen. Also super die Insights. Also richtig überraschend, wie auch der Menschen-Motivationsfokus so ganz, ganz stark im Zentrum steht auch des ganzen Unternehmens. Das war mir niemals so bewusst auch. Also ich dachte, ihr hattet mehr den Fokus auf ID, aber diese oder auf ID-Ressourcen, genauso wie wir das von anderen Kunden auch kennen, dieser Slang. Aber ich höre, es kommt ja immer wieder dasselbe, genau wie bei uns im Team, die Motivation des Mitarbeiters und wie man für die Vision brennt. Absolut. Und dann auch die Freiheiten zu geben, das Verständnis. Richtig viel gelernt heute davon. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und wir freuen uns natürlich, da länger mit dir zusammenarbeiten. Ja, ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Danke für das Gespräch und ich freue mich immer, wenn ich durch Fragen angeregt werde, darüber nachzudenken, was noch dahinter steckt, hinter dem, was ich teilweise auch einfach unbewusst tue. Toll zu hören.